dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, herzlich willkommen. Folge 46 der munteren Philosophentrilogie Abstraktion, Nominalismus, Sprachkritik. Das letzte Mal sind wir, ich, du, er, sie, es, stehen geblieben bei Gelbfuß, Hegel, Schwob, Weidler, abstrakte, allgemeine will nichts. Das Allgemeine ist als abstraktes nicht zu vollbringen. Also, wer sich in den abstrakten Gefilden bewegt, der bringt es zu nichts. Der kommt auf keinen grünen Zweig, der bewegt sich in Sphären des Fiktiven, des Nicht-Existenten und faselt mit vielen anderen da von allem Möglichen. Letztlich ist dieses Gefasel immer eines vom Paradies der Zukunft oder noch immer erst nach das Gute kommt erst, wenn man schon tot ist, so ungefähr. Und das sollen die Leute glauben, die sollen dann alle ihre Hoffnungen auf die Kinder richten oder auf die Zukunft. So schaut es dann aus, so hält man die Leute, paralysiert man den Willen der Menschen, indem man rund um die Uhr irgendeinen abstrakten Sums verzapft, damit die Leute beschäftigt sind und nicht auf dumme Gedanken kommen, damit sie sich nicht fragen, was plagge ich mich mein ganzes Leben lang ab, und andere, die wissen nur, wie es geht und lassen das Geld für sich arbeiten, die Bestimmer, die das Leben schwer machen als kleinen Mann, sagen, was du zu tun hast, was du zu lassen hast, die auf die Finger schauen, hinter dir her sind, wie du dein Zoll erfüllst. Und du bist froh, wenn du einmal im Jahr in Urlaub fahren kannst und dir einen Mittelklassewagen leistest. Die noch bürgerlichen Bürger, die sind dann mit einem Haus dabei, das sie Kindern vererben. Die müssen dann schon mal keine Miete zahlen und haben dann schon einen ungemeinen Vorteil anderen gegenüber, was ihre finanziellen Möglichkeiten anbelangt. Das müsste alles nicht sein. Und noch Schlimmeres, müsste alles nicht sein, wenn es nicht so furchtbar einfach wäre, die Leute dumm zu halten, die in einem abstrakten Nebel zu versammeln, indem sie Dinge glauben, die gar nicht existieren. Die nächste Nummer, 224, Franz Borkenau, ein Soziologe auf alle Fälle, ein linker Soziologe auch, ob marxistisch, da bin ich jetzt überfragt, wahrscheinlich in seiner Jugend. Mit Sicherheit, wenn nicht gar Kommunist. Egal, sonst würde er sich mit sowas ja gar nicht beschäftigen. Egal, der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Also jetzt mal so alles in allem eingeschätzt, ist natürlich das Bürgerliche immer noch besser als das feudale. Leihgeeigenschaft unter Umständen noch. Aber nach vorne gerichtet, was Menschsein heißt und nicht nur Homo economicus, da ist das bürgerliche Weltbild noch ziemlich viel Luft nach oben. Borkenau schreibt, die Rechenhaftigkeit ist das immanente Prinzip aller kapitalistischen Wirtschaft, was wir schon von Max Weber gelernt haben. Denn nur reine Quanten sind völlig kommensurabel. Die Vergleichbarkeit von Arbeitsquanten ist daher an die Reduktion aller Arbeitsqualitäten
auf allgemein menschliche, rein quantitativ bestimmte Arbeit geknüpft. Also mit der Abstraktion hat es auch was zu tun, wie jemand entlohnt wird, beziehungsweise auf welcher Basis die Begründung für irgendwelche Entlohnungen und Bewertungen von Arbeit oder dem Wert der Arbeit zu tun hat. Und dazu gehört eben die Rechenhaftigkeit, damit ich Einheiten habe. Und diese Einheiten, wie sie in Zeit und Raum da vonnöten sind, künstlich geschaffen werden, um einen Maßstab zu haben, so bedarf es auch in Bezug auf die Arbeitswelt und die was die Werttheorie in der Ökonomie anbelangt, solcher Einheiten, die zuerst einmal in der die sind verschiedenartig, können einmal in der bloßen Zeit bestehen. Dass jemand Stundenlohn erhält, ist so und so viele Stunden tätig und erhält dann Stundenlohn. Oder eine andere Quantifizierung, Quanten schaffen zur Bewertung einer Entlohnung, besteht darin, dass nach Stückzahl entlohnt wird. Also im Grunde genommen nach Akkord heißt es. Du wirst bezahlt nach den Stückzahlen, die du ablieferst. Für die Stückzahl sowieso gibt es sowieso an Geld. Das ist eine andere Methode, um zu Quanten zu kommen. Eine noch andere Methode wäre die Beteiligung am Geschäftserfolg in so und so viel Prozente oder dann auch Aktienoptionen gibt es dann anstelle von Bargeld bzw. Gehalt, bestem Gehalt. Aber alle diese Quantenschaffungen sind ziemlich willkürlich, irrational und nur für eine Seite von Vorteil. In der Regel, auch wenn es noch so oft heißt, ja, schlecht verhandelt. Hier nochmal Eigenwerbung, Gleichsatzkanal, abonnieren. Übrigens, die Tasse gibt es im Gleichsatz-Fanshop zum Preis von $9.50, Selbstkostenpreis. Also, aufgemerkt, wer sich in Sachen Abstraktion auskennt, der stellt dann auch oft andere Fragen als diejenigen, für die die Abteilung Abstraktion schon eine gemähte Wiese ist, beziehungsweise ein Feld darstellt, auf dem es nichts mehr zu ergründen gibt, weil man ohnehin nur noch Machtfragen abhandelt, nur noch die Frage der Macht diskutiert und nur noch die Macht der eigentliche Punkt ist, wo alles hinauslaufen soll. Bekomme ich die Macht oder bekommt sie ein anderer und hat dann der das Sagen und ich das Folgen? Die Begründung spielt in den wenigsten Fällen eine Rolle. Da wird irgendeine Begründung wird da gegeben, mit der man sich dann abzufinden hat. So, es ist ungefähr so wie in den Vereinigten Staaten. Da gibt es eigene Firmen dafür, die übernehmen, dass Leute hinausschmeißen und das dem Personal da schmackhaft machen, wenn die Kündigung ins Haus steht. Und da gibt es dann, so wird einem das ein Ordner überreicht, da sind ein paar Adressen drin, was man im Falle einer Kündigung zu tun hat und so. Mit so Blödsinn wird man dann abgespeist, um ja nicht etwa da unschöne Szenen zu liefern. Also, wir bleiben weiter beim Thema Ökonomie. Arbeit, hochverehrtes Publikum,
Arbeit ist eine abstrakte Idee. Jetzt konkret einen Gegenstand oder eine ganz bestimmte Tätigkeit jetzt als Arbeit zu bezeichnen, ist gar nicht mal so leicht. Denn von der Tätigkeit her können zwei Menschen exakt dasselbe tun, wird auch gefilmt, dann auf YouTube kann man sich das anschauen, aber im einen Fall ist es Arbeit, im anderen Fall nicht. Jetzt ist jetzt jemand mit der Schaufel jetzt zugange, um das ein bisschen zu vereinfachen. Also liegt es nicht an der Tätigkeit als solcher, die diese Tätigkeit als Arbeit qualifiziert. Und diese Idee der Arbeit, die wurde erfunden, als es notwendig wurde, Arbeitnehmer zu haben. Da wurden dann zu einer bestimmten Zeit bestimmte Begriffe eingeführt, die dann in der Kommunikation eine bestimmte Rolle zu erfüllen hatten, eine bestimmte Funktion zu erfüllen hatten. Und da wurde dann die Masse der Menschen, sage ich jetzt mal, auf bestimmte Begriffe eingeschworen, um sich die Bedeutung dieser Begriffe einzuverleiben, zu verinnerlichen, sodass beim Hören dieser Begriffe dann sofort ein gewisses Bewusstsein in Kraft tritt und ein bestimmtes Verhalten zur Folge hat. Und wenn dann jemand das Wort Arbeit hört, dann heißt das für ganz bestimmte Zeitgenossen einfach nur das Weite suchen. Das sind dann diese Typen, die sich vor der Arbeit drücken. Für die ist Arbeit nur eine abstrakte Idee. Arbeit, was soll ich damit? Keine Ahnung. Ja, komm mal her, dann zeige ich dir das schon, wie das ausschaut mit Arbeit und was es heißt, arbeiten. Von früh bis spät, aufstehen, in die Arbeit fahren, schlecht gelaunt, noch völlig übermüdet und dann eine Stechuhr und den ganzen Tag an einem Stuhl sitzen und immer wieder dasselbe machen. Und am Abend schon keine Lust mehr haben zu nichts. Das ist Arbeit. Aber für andere ist das eben bloß eine abstrakte Idee. Die haben ihr ganzes Leben lang noch keine 5 Stunden am Stück gearbeitet, zum Beispiel. Also die Liste ist endlos, was ich da nehme, Arbeit. Oder was auch sehr, sehr gern genommen wird, Liebe. Es gibt sogar einen Roman von Johannes Mario Simmel. Liebe ist nur ein Wort, sehr ergreifende Geschichte. Oder eben nur eine abstrakte Idee. Weil was heißt das schon, lieben? So sein Leben geben für den anderen aus lauter Liebe. Oder sein ganzes Leben opfern für die Leprakranken in Indien und dann noch zu Lebzeiten heilig gesprochen werden. Das ist dann Nächstenliebe. Da gibt es ja alle möglichen Formen der Liebe dann und Definitionen und Vertreter von Liebe. Aloysius Hingel, der würde sagen, da wenn's mir nicht gehst mit der Liebe. Da langt es mir schon, wenn einer kommt mit seiner Liebe. Da, wenn es mir nicht geht, Liebe, hat er gesagt. Den ganzen Tag Liebe. Aber wir machen hier weiter, weil wir sind ja hier nicht zum Vergnügen da. Ich muss jetzt nochmal schauen, bin ich noch gut im Rennen, was ich schon wieder Zeit verplaudert habe, nur um die Chemie auf diesem Kanal auf einem einigermaßen zuträglichen Niveau zu halten.
Der nächste Beitrag erschöpft sich in dem Satz: Die Zurückführung der Erscheinung auf das Wesen macht den Sinn des modernen Rationalismus aus. Schwerer Stoff. Bei Marx heißt es sogar, die Zurückführung bzw. gäbe es keinen Unterschied von Erscheinung und Wesen, wäre jeder Grund für eine Wissenschaft verloren oder so ähnlich. Also gäbe es keinen Unterschied zwischen Erscheinung und Wesen, gäbe es keine Wissenschaft. So mal kurz. Und das ist die Geschichte, von der wir schon seit 23 Folgen rede. Da handelt es sich um eine Erscheinung, alias irgendetwas, phänomenales Etwas, irrationales Etwas, ungeformtes Etwas, das dann wie durch Zauberhand bei manchen auf ein Wesen einer Sache zurückgeführt wird. Also, die Erscheinung ist der Hund. Vor meinem Gesichtsbild erscheint ein Hund. Und ich führe diese Erscheinung auf das Wesen Hund zurück. Im Wesentlichen handelt es sich hier um einen Hund. Und schon ist ein rationaler Gedankenvollzug an seinem vorläufigen Ende angelangt. So wird das gemacht. Außerdem ist dieser Hund natürlich auch der Hasso vom Nachbarn. Und als solcher sein ganz besonderer Liebling, den er gegen keinen anderen Hund auf dieser Welt eintauschen möchte, den es kein zweites Mal auf dieser Welt gibt. Das wäre dann das Individuum, Hasso, der aber für mich jetzt nur die Bedeutung Hund hat. Für den Nachbarn aber hat Hasso die Bedeutung eines Lebensgefährten, der ihn durch zwei Scheidungen und drei Autounglücke, bei denen er seine zwei Töchter verloren hat, hindurchgebracht hat. Dieser Hund, der mir bloß auf die Nerven geht, weil er bei jeder Gelegenheit durch die Gegend kläfft. Jetzt, was soll dieser Hund an sich sein? Diese Frage ist nicht beantwortbar, weil es diesen Hund an sich nicht gibt. Dieser Hund als Wesen ist nur eine Abstraktion, die den Vorteil hat, dass man die Aktion, große Aufteilung der Welt, Klassifizierung der Welt, dann in Zoologie und Botanik und alles wird vermerkt und alles mit lateinischen Namen. Und in Zukunft bekommt dann jedes Stück irgendetwas eine IP-Adresse. Dann wird das Ganze noch individualisierter. Dann kann man tatsächlich sagen, hier, ich meine genau diese IP-Adresse und nicht jetzt irgendeinen Hund, sondern die IP-Adresse, die man dann mit dieser Code, dieser, wie nennt sich der, nicht Strichcode, sondern der mit dem Handy dann abfotografiert wird. Dieser Hund ist es dann, kommt dann automatisch das Bild von genau diesem Hasso vom Nachbarn und nicht irgendein Hund oder der Hund an sich. Wir kommen zum nächsten Punkt. Also das, was hier diskutiert wird in Form von Abstraktionen, das ist auch das, was man mit Denken und Rationalität und Vernunft und Logik bezeichnet.
Wer sich hier auskennt, wer hier einige Analysen mitvollziehen kann und sich dieser ganzen Angelegenheiten bewusst ist, der kann mit einiger Expertise überall mitreden, wo gesprochen wird. Egal wer oder was das ist, Residenten, Filmschauspieler, irgendein Normalverbraucher auf der Straße, die sowieso. Aber darüber hinaus geht nichts mehr. Also das ist im Grunde genommen die Elite-Diskussion, die Expertendiskussion, an denen niemand vorbeikommt. Das ist der Prüfstein, mit dem alles, was so an Theorien kreucht und fleucht, über dem die alle standhalten müssen, wenn sie was sein sollen, wenn sie Bedeutung haben sollen. Oder eben die Dummheit genügt. Ist nicht notwendig, da irgendetwas genauer zu untersuchen. Denn was will man denn da finden, was man nicht schon gefunden hat? Gibt nichts Neues mehr. So, William James, ein Pragmatiker, mächtiger Pragmatiker, hat zu seiner Zeit großen Einfluss ausgeübt, war da in einigen Geheimgesellschaften auch mit Politikern und Leute, alle möglichen Leute waren da drin bekannt, und seine Ideen haben da richtig reingeschlagen, pragmatisch, machtmäßig. Und bei dem heißt es, zitiert bei Rainer Wiehl, Geschichte, Philosophie: Es ist ein Trugschluss der Sentimentalität über Gerechtigkeit, Edelmut, Schönheit in abstracto Tränen zu vergießen und diese Eigenschaften, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, nicht zu erkennen, weil die Umstände sie gemein machen. Also, was wird hier angesprochen? Zum einen die Krokodilstränen, kennt jeder. Man begibt sich zu einer Beerdigung und tut so, als würde man weinen, aber eigentlich im Innersten ist man froh, dass dieser Mensch endlich unter der Erde ist. Eine Heuchlerei und ein Missbrauch der Sprache oder überhaupt des Ausdrucks. Aber hier ist noch etwas anderes gemeint, da das sind diese Menschenfreunde, die zu Weihnachten in den Spendenaktionen sich dann gern in der Laufschrift sehen, im Fernseher mit 10 Euro gespendet und warten dann 3 Stunden, 4 Stunden, bis endlich dann ihre Spende über den Ticker läuft, wird alles gefilmt. Aber wenn es darum geht, irgendeinem sogenannten Freund zu einem Gespräch zur Verfügung zu stehen, dann ist man unpässlich, hat keine Zeit und wie auch immer. Aber wenn dann die Freundschaft zur Sprache kommt, ja, da ist man natürlich, hält man Freundschaft. Das ist nur ein Wort. Und diese Folge 46 ist mehr als Worte, denn sie ist soeben an ihrem Ende angelangt. Ich verabschiede mich zu der Schönheit und dem Edelmut in abstracto. Brauche ich nichts mehr zu sagen, das überlegt ihr euch jetzt als Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Wie es darum steht, Beispiele, finde Beispiele, wie in abstracto
in abstracto, was gibt es da? In abstracto ist man sieht sich als Linker. Bin ja immer schon ein Linker gewesen. Mit Aperol Spritz und Porsche. Die schicken Linken. Aber das war's jetzt von mir. Peace and out. Folge 46 ist Geschichte. Und